Willkommen zurück. Ich muss einmal wie immer die Wolken ausmachen. Den Nebel ausmachen, irgendwie tut es ja nichts. Und einmal die FPS andrehen. Es ist verdammt hell hier auf einmal. Aber, also sowieso, inzwischen den Aufnahmen kann sein, dass die Tageszeit nicht mehr ganz. Oh, schön aus der Erde. Welches Level haben wir denn? Guck mal, da starten wir doch perfekt rein. Ich habe es natürlich gelesen. Warum habe ich den 140er AG nicht gezähmt? Und ganz ehrlich, wir fliegen mal ganz kurz ein Stück weg. Ganz ehrlich, ich würde gerne dein Level wissen, bevor ich dich angreife. Aber dafür bin ich gerade nicht agil genug auf meinem AG. Level 60, den machen wir mal kurz fertig. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass wir den jetzt zähmen können. Ich ziehe den, glaube ich, mal runter, stelle mich hier mal kurz auf die Plattform. Und habe ich irgendeine Einstellung gerade noch in den Optionen? Weil die Frames passen hier auch gerade. Wir werden es gleich sehen. Wir machen das mal eben kurz so. Weil eigentlich müssen wir den. Ja, klar, den machen wir locker weg. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass wir den ja zähmen können. Vor allem, wir hatten ja auch eine 10-Falle da. Aber generell wird es so sein. Hier in dem Let's Play, genau wie in Storytime auch, dass wir schon möglichst versuchen, das zu zähmen, was wir wirklich auch benötigen. Also, eigentlich ausschließlich. Denn würde ich hier in meinem normalen Arc-Trieb nachgehen, dann sitzen wir hier in 100 Folgen noch. Sowieso wahrscheinlich. Also, ja. Irgendwas ist anders. Ich gucke einmal kurz in die Optionen, sorry. Ah. Ja, nee. Die allgemeinen Schatten, die müssen wir schon auf Mittel spielen. Ich teste das mal kurz aus. Wir fliegen mal kurz über die Map, weil wir haben dadurch deutlich bessere Frames. Aber ich zeige euch das auch. Vergleicht mal das Bild jetzt. Ist sehr hell. Alles sehr grün. Bei mir sieht es eh nochmal ein bisschen heller aus. Ich habe einen Monitor mit HDR-Möglichkeit. Und jetzt gehen wir einmal kurz rüber. Ich habe das Spiel gespeichert. Jetzt gehen wir einmal kurz rüber in die allgemeinen Schatten. Und da stellen wir mal auf Mittel. Und jetzt Achtung. Das ist Quatsch. Das ist ja jetzt Quatsch. Das habe ich doch. Warte mal. Hat er das umgestellt? Oder trollt mich gerade GeForce Experience auch ein bisschen? Ich möchte ins Menü. Nee. Aber ist es die Beleuchtungsqualität? Die habe ich doch auch auf Flow gehabt, oder? Ich verstehe hier gerade irgendwas nicht. Ich war gerade, also ich war vorher, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, bin ich ins Game reingegangen, habe nochmal geguckt, was können wir irgendwie drehen, damit wir vielleicht ein paar Frames mehr reinkriegen. Gut, ich habe erstmal gecapped bei 60 FPS anstatt bei 90. Auflösungsskala 90. Glatten Kantenglättung hatte ich auf FSR gestellt. Keine Ahnung, was das bringt. Aber ich war gerade nochmal drin in GeForce Experience. Laubqualität, die war auch auf Mittel. Ich hatte zwei Werte auf Mittel und zwar war das nämlich allgemeine Schatten und Laubqualität. Aber mein ganzer Take von, und jetzt passt mal auf, wie sich das hier gleich verändern wird, zieht gerade nicht. Wir lassen das erstmal so. Ich gucke gleich mal, wenn die Tageszeit sich ein bisschen verändert hat, wie es dann aussieht, weil es wirkt gerade sehr hell. Und es wirkt gerade sehr so von der Farbqualität und so wie auf der Xbox. Aber auf dem Kontrollmonitor geht's. Schauen wir mal, was wird. Ja. Ich habe eine Liste. Ich werde heute, glaube ich, auch ein bisschen länger aufnehmen. AG, wie gesagt, habe ich nicht dran gedacht, hätten wir machen können. Wäre vielleicht sogar schlau gewesen. Aber eigentlich haben wir auch einen AG, der uns carryen wird. Also wir brauchen. Das ist egal, wir werden die nicht züchten, deswegen brauchen wir eigentlich kein High-Level. Eigentlich. Wer weiß, ne? Mit Scorched Earth, wenn man einen Dienst übernimmt, hast du nicht gesehen. Vielleicht doch ganz hilfreich und Mysterio sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Ja, das kann natürlich sein, weil ich letztes Mal noch Screenshots gemacht habe für die Thumbnails, aber er sieht wieder sehr, sehr gesund aus. Das heißt, wir gehen hier auf den Betäubungspfeil. Ich hoffe, 40 reichen aus für unseren Freund auf Level 70, aber sollte. Und dann werden wir ein bisschen Zeit vergehen lassen. Achso, hier, ne? Agathe.
wurde sich gewünscht in den Kommentaren, dass der Agi Agatha heißen muss. Ich habe noch Power hinten dran gesetzt. Na, ist ja klar, warum. Aber irgendwie sieht das Game doch jetzt ein bisschen wie... spät haben wir es gerade. 10.27 Uhr. Irgendwas gefällt mir daran nicht. Ändert sich was mit den Clouds, wenn ich die auf einen stelle? Ja, es wird ein bisschen diesiger. Okay. Das macht schon mal ein bisschen was aus. Also warum mich das jetzt gerade so interessiert, ne? Und warum ich da jetzt so drauf eingehe. Wir hatten hier, wenn ich hier abgesprungen bin, hatten wir unter 30 FPS. Und dann fängt das auch fürs Auge an, aber so ordentlich zu ruckeln. Wir machen das mal eben wieder hier auf 0. Ich bin jetzt nur verwirrt, dass diese... Ich bin sofort soweit, Freunde. Ja, aber wenn ich jetzt hier ein bisschen länger aufnehme, dann verwirrt mich das jetzt schon. Die Sichtweite. So. Die ist auf hoch gewesen. Das ist ja schon mal der erste Punkt. Die hatten wir auf hoch. Das ist wichtig und richtig. Und jetzt gucken wir mal, weil Experience hat da ein paar Sachen umgestellt. Ist ja auch alles schön und gut, aber ich kann hier nicht alles auf Low spielen. Leute, wo kommen wir da hin? So, und allgemeine Schatten gehen wir nochmal auf... Waren die hoch oder mittel? Es hat sich nichts wesentlich verändert, ne? Der Punkt war halt wirklich, dass wir hier, wenn ich hier bauen würde, 30 FPS haben. Und das ist natürlich nervig. So, ich gucke mir das gleich an im Tagesverlauf, wie das aussieht. Ich hoffe vor allem, die Armbrust hält auch. Aber müsste. Ich parke den mal hier. Und dann kümmern wir uns jetzt erstmal um den Dödi, bevor ich mich hier mit diesen Einstellungsgeschichten kümmere. Ich habe jetzt auch die Sachen umgelegt, ne? Auf eine Maustaste, dass ich jetzt dann zum Beispiel den Agi, das ist ein Mammut, ne? Ja. Oder den Pete, der ja schon gestorben ist, ohne Namen, dass ich den einfach woanders rauflegen, also dass ich den einfach wegpfeifen kann, ne? Von wegen, geh dahin, dann stirbt er nämlich auch nicht so dämlich weg. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob wir noch Metro Berries haben und so. Er verhält sich irgendwie auch komisch, ne? Also früher, beim anderen Arc, hat er dann irgendwie zumindest mal dagegen geschlagen oder so, irgendwas unternommen. Aber aktuell sieht es ganz gut aus eigentlich. Armbrust sieht auch gut aus. Ja, deswegen wäre vielleicht auch der Anki zuerst gut gewesen, ne? Um direkt Sachen schon mal reparieren zu können. Bisschen Eisen zu farmen und so. Haben wir aber leider nicht gefunden. Gucken wir gleich nach. Ist jetzt auch ein bisschen heller alles irgendwie. Zumindest bei mir. Aber es kann auch an der Tageszeit liegen. Bin ein bisschen verwirrt einfach. Sieht halt ultra aus bei mir wie auf der Xbox. Von den Farben. Weil dann wäre die andere Option, wenn wir jetzt hier nicht bauen können, weil das zu frame-droppig ist. Was eben auch noch war vor 5 Minuten. Dann könnten wir auf den alten Arc Storytime Spot gehen. Der ja gegenüber von der Sumpfhöhle ist, mehr oder weniger gegenüber. Also gegenüber von Redwood. Da sind wir jetzt auch schon ein paar Mal lang geflogen, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass wir da gebaut haben. Wurde auch, ja, sich in den Kommentaren gewünscht. Ist das cool, wenn wir dahin zurückgehen würden? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Weil. Ja. Ist natürlich cool aus nostalgischen Aspekten zu sagen, hey, lass nochmal irgendwie auf den Storytime-Spot gehen. Das sind jetzt schon... Jetzt kommt der 17. oder 18. Fall geht jetzt rein. Der 18. Es ist natürlich cool, aus nostalgischen Gründen nochmal zurückzugehen. So, aber es ist natürlich auch cool, wenn wir jetzt hier so eine Ruine haben, die vorher zumindest in dem Maße nicht da war, das nochmal mitzunutzen. So, das war jetzt Nummer 20. Und die Armbrust sagt auch langsam, ist hier Feierabend. Ich habe auch geguckt wegen Flinte und so. Das ist zu viel Metall, was wir jetzt irgendwie per Hand farmen müssten, damit wir das machen können. Und das ist dann mit zu viel Zeit, die drauf geht. Also, ne, noch, es geht mir einfach schon auch darum, das kann, der kann das nicht so viel tanken, oder? Der muss doch immer mal kippen. Langsam wird's eng. Langsam wird's eng mit der Armbrust. Und ich habe noch kein Pfeil und Bogen. Müsste ich mir irgendwie craften gleich. Ja, ich guck mal eben. Wir sehen ja den Zustand, ne?
Haltbarkeit? Sehe ich es einfach nicht. Okay. Ich komme hier nicht raus, ne, mit dem. Ich habe die Haltbarkeit einfach nicht gesehen. Aber viel ist es nicht mehr. Da geht auch pro Schuss ordentlich was runter. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt hier nicht... Jawohl, 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 jawohl. Und guck mal, wie viel Leben der noch hat. Richtig gut, der hat eh vor viel, ne? 2.500? Ist das normal? So, wir lassen den, glaube ich, erstmal ein bisschen aushungern. Und dann haben wir ja noch Mejos am Start. Und mich interessiert jetzt wirklich, wie verhält sich das hier mit der Tageszeit? Weil dann könnten wir uns hier einfach reinbauen. Und hier einfach alles erledigen. Das wäre schon ziemlich cool. Wir haben noch sehr viel verdorbenes Fleisch. Das ist auch so ein Ding, ne? Wir brauchen eigentlich einen Pflanzenfresser. Ich mach mal kurz Quartz mit O. Wo ist es? Herstellung. Bogen. Haben wir noch keinen Pfeil und Bogen? Ach was. Bogen. Da habe ich auch noch gleich was zu den... Das ist nur Fasern und Holz. Das ist ja easy. So, und Pfeile, haben wir die schon? Steinpfeil, Betäubungspfeil, 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 Betäubungspfeil. Ja, das reicht erstmal. So, dann machen wir uns nämlich mal eben... Das sind diese Dimorphodons, ne? Die so laut sind, die so einen komischen Sound haben mittlerweile. Das ist natürlich ganz kirre hier gerade da. Wir brauchen dafür Holz. Und Holz, guck mal, wir können den doch... Sag mal. Geht das gerade mit Rechtsklick alles hier nicht? Moment. Sonst muss ich gleich einmal das Spiel neu starten. So. Rechtsklick für weitere Optionen. Das ist hier die rechte Maustaste, Freunde. Geht gerade nicht. Okay. Dann farme ich mir mal kurz das Holz zusammen. Und dann werde ich das Spiel neu starten. Wohl oder übel. Weil das ist ja schon eine essentielle Funktion, dass ich mal Sachen tracken kann. Und dann schauen wir auch mal, was es mit der Grafik auf sich hat vielleicht. So 50 Holz oder sowas war das, ne? Craften kann ich ja hier drauf auch. Bogen. Einmal. Ach, und Bola, ne? Eine gute alte Siva. brauchen wir auch noch. Das ist halt wirklich ätzend, weil ich kann nicht mal auswählen, wie viele ich jetzt haben möchte. Ich hole mir mal einen Stack Leder rüber. Und dann Siva. Und klicken wir da jetzt halt ein paar Mal drauf. Was willst du machen? Gewicht gehen wir hoch, ne? Das ist wichtig. Brauche noch ein bisschen. Und der Dödi, der ist jetzt auch nicht so krass. Ich habe nicht nachgeguckt, wie viel wir für einen 70er oder 75er brauchen. Also wie lange der dann hier am Pennen ist. Aber, ja, aber normal ist er hoch. Der hat erst 350 verloren. Weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt schon reinlegen wollen. Aber eigentlich müsste das ja auch reichen, ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Das habe ich ja alles angepasst, dass das ein bisschen schneller geht. Fallschirm, habe ich, ist der noch da? Nein. Den habe ich letztes Mal gezogen, wie ein Genius. Also, Liste ist lang. Anki steht auch gleich drauf und dann gucken wir, was wir mit der Base machen. Ich werde aber, glaube ich, gleich... Ich habe doch gerade einen Fallschirm gecraftet, oder nicht? Warum wird er mir denn nicht angezeigt da oben? Irgendwas haut doch hier heute gar nicht hin, habe ich das Gefühl. So. Bola haue ich mir mal hier hin. Pfeil und Bogen. 10 Pfeile. Ja, das passt, ne? Weil wir brauchen auch noch einen Pflanzenfresser eigentlich für die ganzen Narko-Geschichten und so. Und richtig cool wäre eigentlich ein Stego. Weil die ein bisschen stronger sind als halt ein Para. Ich würde aber auch einen Para nehmen. Deswegen fliegen wir mal los. Gucken mal rein. Und dann machen wir das so, ja, mit einem neuen Folgenstart. Um und bei werde ich dann das Spiel auch neu starten.
Viele Mammuts hätte ich auch gerne eins. Das wäre natürlich hier ein bisschen praktischer, wenn es hier direkt vor Ort wäre. Dann könnten wir es direkt mitnehmen in die Base, wenn wir nämlich zum anderen Spot wollen. Das können wir auch mal schnell gucken. Ob es die mittlerweile gibt oder ob es dann eine Mod für gibt oder keine Ahnung was. Es gibt Kryokapseln. Dafür brauchen wir aber... Das geht eigentlich, ne? Kristall, Metall, Fasern, Leder, Polymer, Öl. Öl, Eisbiom. Polymer, Eisbiom. Schneerüstung. Bei unserem ersten Spot. Das liegt alles noch am Floß, wo wir ganz am Anfang waren. Vielleicht könnte man das sogar verbinden mit der ersten Höhle. Oder mit den ersten Höhlen. Da ist ja ein bisschen was auf der Ecke. Ich guck mal, ob wir hier ein Para finden einfach. So, zu den Übersetzungen möchte ich eine Sache sagen, ne? Weil wir haben ja hier Argentavis ist ja Silber, Bolas sind Siva. Und lauter so witzige Dinge. Und da läuft ein Para weg. Der ist Level 45, den würde ich nehmen. Erstmal. Habe ich keine Ausnahme? Doch. Okay, das ist schon Max Tempo hier. Also ich merke zwischen, schnell und nicht schnell nicht so den Unterschied hier. Mal gucken, welches Level der da hat, der Kollege. 95. Ach, hör mir auf. Moment mal, wie droppe ich ihn? So. Dann nehmen wir ihn einmal mit. Guck mal, das gibt's doch jetzt nicht. Welches Level hat der Kollege hier? Ja, der, ne? Heißt ja auch anders. Er hat zum Glück nur Level 15, dann ist das gut, haben wir schon gut mitgenommen. Wir nehmen den Para mal gerade mit und ziehen den irgendwo bei uns oben drin. Ich schmeiße ihm den Bola ran und der müsste ja mit... Ich nehme den Pfeil und Bogen lieber. Oder? Also wenn ich dem jetzt mit einem... Das ist ein Rex einfach nur, ne? Welches Level hat der denn? Wenn ich dem jetzt mit einem... 65, okay. Wenn ich dem jetzt mit einer Armbrust im Kopf schieße, ist da glaube ich auch ganz schnell Feierabend. Ja, der Dudi, der macht das. Den haben wir auch gleich. Sehr gut. So. Guck mal. Na, der ist jetzt erstmal, der läuft ja nicht mal weg. Schön wieder den Fallschirm gezogen. Entschuldigung. Gucken wir uns gleich an, was da los war. 39. Weiß nicht, wie viel. Ah ja, das ist das. Das macht mir ein bisschen Sorge gerade. Ach, verdammt. Er kriegt ja dauerhaft Schaden jetzt, ne? Ja, das war nicht so schlau. ja, wir haben ja noch was im Petto und ich habe nur noch 5 Pfeile. Es ist. Wir haben aber theoretisch noch ein bisschen Narkosemittel und können damit gegensteuern. Also auch, dass der, ich komme noch wieder auf meinen Punkt zurück. Der heißt hier, der Raptor heißt Raubvogel, ne? So, das Ding ist doch aber, sind das? Ich kann ihn nicht aufpicken, okay, liegt das einfach drin. Sind das nicht beim, Digga, was ist jetzt hier los? Ich bin doch geflogen, egal. Das sind doch normalerweise lateinische Namen, oder nicht? Also die sind doch in Deutsch und in Englisch sind doch die Namen gleich von den Dinosauriern. Die werden anders ausgesprochen. Und da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, wie kann das sein, dass man dann auf verschiedene Namen kommt? Also wie man dann... Ich muss es gleich unbedingt ändern, das geht ja übel auf die Nerven. Also das verstehe ich nicht. Ne, ich meine das jetzt gar nicht so als Kritik, das ist wirklich mal eine Verständnisfrage. Wie funktioniert das, dass man da auf einen anderen Namen kommt? Weil die Namen werden doch gar nicht übersetzt, also zumindest von den Dinos. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich komme darauf,
weil jemand in den Kommentaren geschrieben hat, dass er das Spiel auf Englisch gestellt hat, weil ihm die Übersetzungen auf die Nerven gehen. Und was so Menü angeht und so, ne, also eigentlich nochmal ein Video drüber machen. Das ist ja Quatsch, was da. Ja, nehmen wir den jetzt. Wir brauchen den ja eigentlich eh nur einmal zum Bärenfarmen. Das war ja auch der, den wir ursprünglich gegriffen haben. Das ist jetzt ein anderer. Nehmen wir den. Ich glaube, der hat 65. 45. Hat auch 45. Nehmen wir noch den. Der ist ein bisschen entspannter. Eigentlich müssen wir dem Dödi helfen, aber ich habe Vertrauen, dass er das alleine schafft. Das ist ja die goldene Regel. Dödis immer helfen in der freien Wildbahn. Aber der kugelt sich sonst ein. Eigentlich kriegen die den auch nicht down. Der Rex ist da ziemlich am Ende. Was hat er denn da gerade? Oh, nee, 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 Freund. Freund, 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 Freund. Da muss ich die alte Regel jetzt doch mal wieder aufleben lassen. Du kannst doch nicht da zwei Dödis gerade fertig machen. So nämlich nicht, mein Freund. So. Hammer. Sehr schön. Was haben wir denn hier für Level? 75, 45, 75 haben wir ja auch. Den picken wir einmal ganz auf. Irgendwas kommt da. Das war einer, der Baum da umgekippt ist. So, wo ist mein Para? Da. Kurz im Auge behalten. Hier war noch irgendein anderer großer Dino. Der kippt doch gerade einen Baum um. Auch ein Rex wahrscheinlich, ne? Nur mal gucken. Nur mal kurz die Lage checken. Ah, mit Baby-Rexen hinten dran. Wir müssten ja auch noch irgendwo ein Baby-Rex haben, ne? Level 5? Level 5? Ja, warte mal. Ach, egal. Wir brauchen jetzt keine Rex. Wir brauchen auch kein Level 5 Baby-Rex. Das ist ja Quatsch. Wir hinten auf der Fleischfresserinsel haben wir theoretisch noch einen. Aber ich habe nichts gehört davon, dass er gestorben ist oder so. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Na? Hier ist wieder alles gut, ne? Sehr schön. Weitermachen. Ist richtig. Das ist schon eine Sauerei, ey. Letztes Mal sind wir bestimmt 45 Minuten geflogen, um einen zu finden, der angegriffen worden ist sogar. Den wir jetzt hier erstmal sich healen lassen mussten. Ja. War das ein richtiger Satz? Weiß ich nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ich könnte den theoretisch ins Taming-Bin schmeißen, ne? Vom Dödi, aber wir riskieren nichts. So, hier ist erstmal dicht auf die 5, wo ist er? Da. Guten Tag. Nee, das ist irgendwie blöd. Kannst du dich nochmal drehen, bitte? Ich würde gerne in den Kopf dann schießen. Ah, da kommt er nicht raus. Schade. Hallo. Hallo. Das ist doch nicht dein Ernst. Die langsamste Bowler der Welt wurde geschmissen und zack in den Kopf. Steinschleuder wäre auch noch schlau gewesen, ne? Als Backup. Na? Muss ja mal wie an Jar Jar Binks denken. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So, der wird ja nicht alle Beeren dort unten auffressen. Gehe ich von aus. Witzig. Witzig, witzig, witzig. Ich muss neue sammeln, weil ich nicht Dings kann. Ich kann nicht aufteilen, weil der Rechtsklick nicht geht. Das ist ja mal richtig witzig. Aus welchem Grund auch immer. Ja, dann holen wir uns eben hier ein paar Mechos und so raus. Ich wollte jetzt hier nicht, also ich hätte hier rausziehen können beim Dödi, aber es hätte ja nichts gebracht. Ich hätte es hier nicht teilen können. Oder es gibt eine Taste dafür, ne, zum Teilen. Also außer Rechtsklick und dann darauf klicken. Ich kenne den Shortcut aber gerade nicht. So, was haben wir denn im Inventar? 18. Ja, 18 sollen reichen. Das sollte dicke reichen. Guck mal, haben wir sogar 28 von den anderen wieder mit dabei, aber da brauchst du halt zu viel von. Medikament dort. So, 5 Stück immerhin. Also, weil auf der Liste steht, dass wir einen Dödi brauchen, den haben wir schon. Wir brauchen einen Anki, den haben wir noch nicht. Wir brauchen einen Pflanzenfresser. Den, da sind wir gerade dran.
Ah ja, perfekt. Damit wir nämlich gut Beeren sammeln können, auch wenn es da andere gibt, die da besser für geeignet sind. Als unser Mistio hier gerade. Und, was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Base Location. Wir brauchen ein Gewächshaus, wir brauchen einen Bari, vielleicht einen Sarko. Wir brauchen Zäune und Barrikaden, um unsere Base zu sichern. Wir brauchen den ganzen Industriekram, eine Brutstation und, ja, Flinte und Narkopfeile. So, also. Wir haben ein bisschen was auf der Liste. Das ist immer ganz gut, wenn man ins Game reingeht, dass man auch ein bisschen was weiß, was man da machen möchte. Das passt. Alles, ne? Der hat unglaublich... Ja, das passt, das passt. Der ist ja schon mal 86%. Was laber ich? Was laber ich denn? Da kurz... Hallo? Ich sag noch, ich dachte mir gerade so, es sah gerade so aus, als wäre da irgendwas hingeflogen und ich dachte schon wieder, irgendein Agi ist da und will jetzt meinen Dödi anpicken. Dann ist einfach der Para runtergelaufen, der automatisch auf Folgen eingestellt ist. So. Was hat denn Agathe Power noch hier? Haben wir noch Leder? Jawohl. Parasattel, den, da ist er doch. Siehste, haben wir das auch schon mal? Können wir ein bisschen die Zeit nämlich. Das ist ja immer das Ding. Das ist ja bei Ark manchmal auch so viel tote Zeit, wo du nicht viel machen kannst, vor allem wenn du alleine spielst. Aber. Das passt vom Gewicht sogar, ne? Toll. Ja, okay, ist schon auch. Hallo. Ah! Verdammt. Die Frage ist doch, kommt der ohne mich durch? Nee. Aber er ist bemüht. Er ist bemüht. Dann machen wir den hier. Den hat er ja auch gerade gemacht. Da dürfte es eigentlich keinen Fall Damage geben. Sehr schön. Ah. Ich weiß es doch einfach nicht. Was braucht man jetzt? Den Dödi-Sattel, ne? Und war der Sattel, den wir hier herstellen können? Nein. Wir haben einen Blueprint dafür, ne? Jetzt geht das nämlich los, ey. Das sind nämlich so Sachen, die habe ich mir nicht aufgeschrieben. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt regeln. Ist der Blueprint bei ihm drin? Nein. Eigentlich... Ja, gut. 27 Metallbahnen. Leder brauchen wir viel. Dann werden wir jetzt wohl oder übel werden wir schon Metall herstellen, ne? Wie heißt denn das Ding nochmal? Ich brauche diesen Ofen. Schmelzofen. So. Und dann brauchen wir noch ein Steinfundament. Das kriegen wir aber gleich hin. Steinfundament. Holz und Stein. Holz hätten wir. Stein hole ich eben. Ja, ist auch gar nicht so schlecht, dass wir einen Schmelzofen haben und damit wir schon mal Sachen wieder reparieren können, ne? Ist also gar nicht so verkehrt. Dann haben wir nämlich auch ein Problem gelöst bei der Anki-Zähmung. Ich brauche noch mehr Stein als das, was ich jetzt dachte, ne? Ich brauche nicht nur das Fundament. Ich brauche auch das für einen Schmelzofen. Schmelzofen. Hier brauchen wir 80 und hier brauchen wir 125. 205 gesamt. Naja, dann ist das so. Hacken wir hier nochmal rein. Haben wir nochmal einen kleinen Neustart. Aber die gehen übel schnell kaputt, die Werkzeuge, ne? Guck's mal an, wie das herunterläuft. Das ist ja der absolute Wahnsinn. 178. Haben wir also auch gleich. Ein bisschen Metall ist auch schon dabei, ist auch schon mal nicht schlecht. Was haben wir jetzt? 178 hatten wir eben. 214, ich habe gesagt 205, ne? Wir nehmen nochmal ein bisschen mehr mit. Die Frage ist, was brauchen wir denn noch? Bei dem Fundament. Da habe ich gesagt, Holz, das haben wir noch oben. Und den könnten wir sogar schon herstellen. Geil.
Das ist sehr gut. Folgt er mir? Nee, ne? Ich hab mal einmal auf U. Das müsste alles passen. Hier haben wir das Holz. Einmal das, einmal das. Was geht da ab? Tiere gegen irgendwas. Einmal ditte. Eigentlich würde ein zweiter Schmelzofen auch noch Sinn ergeben, ne? So, bam, Holz rein. Metall, 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 Metall. Dann haben wir hier noch Melleleute. Wo haben wir's? Nicht hier drin, sondern hier drin. Das ist Kristall, das ist Metall. Zack, haben wir schon mal sechs. Feuer anzünden. Dann brauchen wir für den Sattel bräuchten wir 27 Stück. Das ist schon eine Menge. Wir brauchen aber jetzt auch noch die Werkbank. Theoretisch. 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 Denn wir können auch alles hier machen. Okay, für den normalen Dödi-Sattel bräuchten wir nur 10. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt schon direkt machen sollten oder ob wir lieber jetzt aufs Equipment gehen. Wir gehen aufs Equipment, dass wir das reparieren können. Das heißt, ich schmeiße noch ein bisschen was in Agi rein, damit ich nicht selbst so schwer bin. Mit Stein, Leder. Die Waffe zum Beispiel. Okay, hier habe ich gehört, irgendwie Heiltränke können wir damit machen. Das Fleisch, kann ich gerade, das ist bitter, dass ich das gerade nicht aufteilen kann. Das wäre ein ganzes Deck, das wäre ein ganzes Deck gewesen. Egal, wir holen uns jetzt mal die Beeren vom Para, beziehungsweise wir farmen noch ein bisschen was. Für Narkosemittel. Was habe ich gerade gegessen? Irgendwas habe ich gerade gegessen. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt bei ihm hier? 32 auch nur, okay. Wie gesagt, gibt ein paar andere Dinos, die machen das besser. Aber dafür ist der hier schön einfach zu zähmen und wir hatten jetzt im Rahmen unserer Möglichkeiten nicht so viele andere Möglichkeiten. Ja. Hatten nur ein paar Pfeile und ohne jetzt viel zu farmen vorher und so, nehmen wir halt das, was wir jetzt gerade aktuell kriegen können. Uiuiui, bisschen knapp hier. Ach, Kinders. Was wollt ihr denn? Greift doch mal das Mammut an oder so, aber geht mir doch jetzt hier nicht auf die Nerven. Unfassbar langsam. Jawohl, jawohl. Fertig gemacht haben wir die. 151. Da kommt noch mehr. Okay. Ja, die Morphodon muss ich jetzt hier nicht mit drin haben. Bin mir nicht sicher, aber ich habe mal gehört, Nahkampfschaden soll gut sein beim Bärenfarmen. Aber es gibt bei Ark auch so viele Urban Legends, die halt nicht stimmen. Also zum Beispiel auch, dass man beim Agi nicht auf den Kopf schießen sollte, weil es zu viel Damage macht. Ich habe nochmal nachgeguckt. Der hat keinen Headshot-Multiplier. So, aber es sind Leute trotzdem, also ich meine jetzt auch gar nicht böse, ne? Also es sind trotzdem Leute dann überzeugt, dass es der den hat. Und so, keine Ahnung. Mag alles sein. Guck mal, den können wir doch hier wunderbar parken. Hat also hier seinen Spot. Und theoretisch können wir den doch auch. Der hat auch Einstellungen. Ja. Es ist halt alles neu und das nervt mich. Sag ich, wie es ist. Verhalten wahrscheinlich. Folgeabstand. Nee, nee, nee. Aktivieren, wandern. Paarung aktivieren. Geschützmodus, ne? Ist es das? Ja, okay. Das ist es. Jetzt wird er wieder die ganze Zeit Alarm schlagen. Ist aber in Ordnung. So. Bam, bam, bam. Konsumgüter, Medikamentos. Und dann klicke ich mich jetzt hier mal wund. Mal gucken, wie viel raus. Ja, gut. Ein paar kriegen wir raus. Ich klicke das einmal hoch. Einer ist schon weg gewesen.
2 sind weg, das heißt, wir sind jetzt schon bei über 50. Okay, mehr geht nicht. Sehr gut. 55. Damit beenden wir mal die Folge und ich starte einmal das Spiel neu.